Jo, hi, hier ist der Olli von Seth Zeug geschaffen mit Foriette, die Powerstation. Und das ist natürlich immer so, wenn es um Röhren-Amps geht, dass es da immer irgendwie auch um Lautstärke geht und irgendwie versucht man schon seit Jahrzehnten irgendwie die Lautstärke von Röhren-Amps in den Griff zu bekommen. Hat natürlich eine bestimmte Ursache, ne? Ich meine, wenn man so einen Marshall auch mal irgendwie unter den Fingern hat, wie jetzt, ich habe jetzt mal so ein Plexi ausgesucht, das ist so das, ich sag mal, zerstörerischste, was man sich überhaupt vorstellen kann, hat nicht nur 100 Watt, der hat, wenn man ihn misst, irgendwie 130 Watt oder so, ja, ist unfassbar laut. Und ist natürlich ein Punkt von Ehrlichkeit und von Dynamik, die man natürlich anders als dass man den Amp einfach direkt spielt, auch nicht wahrnehmen kann. Ja? Ich meine, da ist man natürlich auch mit Modeling und mit Profiling immer drauf und dran, das Ganze zu simulieren und so weiter, um natürlich diese Lautstärke nicht zu haben. Ne? Vor allen Dingen, ich meine, wie soll man so ein Ding zu Hause bändigen, um damit mal Aufnahmen zu machen? Das funktioniert ja gar nicht. Ja? Aber es ist natürlich so, wenn man einmal so ein Plexi unter den Fingern hat und man spürt diese höllische Dynamik, dieses unfassbar Lebendige, dann ist das natürlich so, dass man dann schwerlich für sich selber noch behaupten kann, dass das irgendwas mit Modeling oder mit Profiling zu tun hat, weil es sind einfach zwei verschiedene Ebenen. Ja? Und insofern, das ist ein bisschen so, wie wenn ich mir irgendwie so eine High-End-Anlage zusammenbaue und höre mir irgendeine Symphonie von Beethoven an und versuche das alles authentisch genug hinzukriegen und bin irgendwann zufrieden und dann gehe ich irgendwann mal in so einen echten Konzertsaal und höre die Jungs wirklich spielen und dann ist allein von vom Sound kommen einem einfach die Tränen, weil das einfach dermaßen dreidimensional und echt ist und real und wie halt das echte Leben so ist. Ne? Und genauso ist natürlich so ein Plexi das echte Leben und es funktioniert natürlich, wie gesagt, schwerlich zu Hause und deswegen versuchte man schon immer irgendwie diese Leistung, die so ein Amp bringt, wenn man sie nicht braucht, zu vernichten. Da kennt ihr natürlich unter der Bezeichnung Power Soak oder Power Break, wie auch immer. Ne? Ist damals auch von Tom Scholz irgendwie das erste Mal populär gemacht worden. Und das System war immer das, dass die Leistung von so einem Amp über so einen Lastwiderstand geht. Und das, was hinten rauskommt, das klang aber immer so ein bisschen verschnupft. Ja? Und ist natürlich auch so, dass man dann auch immer noch nicht mit Effekten arbeiten kann. Das heißt, wenn man es richtig machen will, muss man eigentlich den Amp über ein
Powersoak runterregeln auf so ein Line-Level, dann geht man über irgendwelche Effekte wie Echo, Hall und fährt das Ganze nachher wieder über eine externe Endstufe nach oben. So machen es auch manche Stars, ja, die natürlich Roadies haben, um den ganzen Kram zu schleppen und so weiter. Natürlich, worum geht's? Es geht immer wieder, ich will diese höllische Dynamik von so einem Plexi oder von so einem Amp haben, der einfach viel zu laut ist, um ihn zu Hause zu spielen. Okay, Steve Fryett hat die Firma VHT gegründet, ist leider verkauft worden, hat wirklich super geile Verstärker produziert und ist jetzt wirklich zurückgekommen mit einem Power Soak oder Power Break, nenne ich es mal, oder mit einer Power Station, so nennt er es, die mir wirklich alle Wünsche erfüllt, die ich mir immer gestellt habe, wo ich mir gedacht habe, ey, das wäre doch geil, wenn es das gäbe, aber gab es nie. Ne? Ich meine, es gibt natürlich sehr, sehr verlustarme Power Soaks, die natürlich den Amp runterregeln. Manchmal mit dem Nachteil, dass man das einfach in zu großen Schritten tut. Ihr kennt das natürlich, gibt dann so Schalter, die das Ganze um minus 16 dB, minus 32 dB einfach runterregeln und das funktioniert irgendwie. Es ist für zu Hause zu laut, für die Band zu leise und irgendwie mit Effekten kommt man immer noch nicht klar, weil es ist nun mal so, dass man so ein Marshall Plexi, der hat in der Regel keinen Einschleifweg. Das heißt, wenn man da mit Hall arbeiten möchte, funktioniert das nicht so richtig gut, weil Hall muss ja eigentlich irgendwie hinter die Verzerrung und auch Delays müssen hinter die Verzerrung. Das heißt, das funktioniert dann meistens gut mit Amps, die so eine Art Vorstufe haben und eine Endstufe, also ein Master. Und mit Master lässt sich das dann ganz schön leise regeln, aber bei so Non-Master-Amps funktioniert das überhaupt nicht. Ja? Und tja, um es mal kurz zu machen, die Powerstation kann das. Das ist unfassbar. Es ist eine Möglichkeit, den Amp so leise zu machen, wie man möchte. Und vor allen Dingen auch dadurch diese ganzen Feinheiten eines Röhrenamps einfach mal zu erleben. Ja? Ich hab's jetzt extra mal hier zu tun mit einem Plexi. Ich meine, ihr kennt ja High Treble, Low Treble. Hier gibt es ja gar kein Mastervolumen. Das heißt, ich kann praktisch mein Gain, was ich mir hole über diese beiden Regler, an keiner Stelle des Verstärkers leise machen. Ja? Das Einzige, was praktisch passiert ist, wenn ich an den Reglern drehe, ist, dass die Verzerrung runtergeht. Ja? Also. Jetzt ist er im Prinzip immer noch viel zu laut, um auf einer Bühne zu stehen und klingt noch dünn. Ja, also völliger Quatsch. Also dreht man die Dinger auf. Ja, so hat es auch Van Halen gemacht. Hat es dann über so einen Variac auf eine Lautstärke gebracht, die im Studio gerade noch vertretbar war, dass die Pickups nicht gepfiffen haben. Die Geschichte ist absolut wahr. Das heißt, die haben den Amp einfach genau so weit runter gedimmt, dass die Gitarre nicht gepfiffen hat. Ansonsten ist das im Grunde so ein Van Halen Setup. Ne? Ich drehe hier hoch. Ja. Unfassbar. Okay, jetzt feiere ich natürlich den Marshall. Und warum feiere ich den Marshall? Weil ich natürlich in dem Moment den Plexi endlich meine Lautstärke hören kann, dass es mich nicht zerstört. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, vor einem 100 Watt Plexi zu sitzen. Davon wird einem wirklich schlecht. Ich meine, nicht nur, dass einem nachher wirklich die Ohren wirklich wehtun, physisch wehtun, es sind Schmerzen, ja, sondern einfach, dass das einfach gar nicht anders geht. Und mit der Powerstation kann ich den Amp wirklich auf ein Schlafzimmerlevel unterdimmen und das Ganze wird realisiert durch natürlich die Verbindung einer Endstufe. Das heißt, ich habe praktisch in der Powerstation nicht nur die Möglichkeit, den Amp mit den 100 Watt abzufangen, ja, sondern habe danach die Möglichkeit, und ihr seht, ihr habt es auch schon gehört, ich habe einen Hall eingeschliffen, der das Ganze natürlich ein bisschen dienlicher macht für zu Hause und ich kann dann den Amp runterdimmen auf Line-Level. Das Signal geht durchs Hallgerät auf die interne 40 Watt 2x6x6 Endstufe. Und wie geil ist das denn? Denke ich so, wow, okay, das gibt's. Ja, ich bin echt auf den Arsch gefallen und dachte, okay, alles klar, jetzt kann ich endlich meine ganzen Amps zu Hause spielen. Und das Geile ist, dass ich wirklich dann genau diese Vorteile von so einem Non-Master-Volume-Amp, nämlich genau die, dass er beim Zurückregeln so extrem aufklart. Ja, das macht einen echt fertig. Wenn man so Volumen hochgeht, ist es fett. Ne? Thank you.
unfassbar. Vor allen Dingen funktioniert es. Wirklich, ich hab's auch verglichen. Ich meine, ihr könnt natürlich, von der Lautstärke ist es dann so, dass natürlich mit der Powerstation das Ganze bei 40 Watt Schluss ist. Das heißt, perfekt eigentlich für so eine mittlere bis kleinere Band. Ja, kann man sagen, okay, ich nehme meinen Marshall mit oder ich nehme meinen, was auch immer man hat, was laut ist und was eben kein Massvolumen hat. Man kann dann ganz, 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 ganz bequem die Effekte einschleifen und so laut und so leise spielen, wie man möchte. Man kann auch den Sound noch im Nachhinein tweaken. Ich habe ganz normal wie bei einer Röhrenendstufe meine Höhenregelung. Und natürlich mit Devs eine Möglichkeit, auf die Bässe einzugreifen. Ihr müsst es erstmal machen, das ist unfassbar, wie das explodiert am Plektrum, wie es wirklich diese Funken schlägt. Es schlägt wirklich fast Funken, dass einem die Tränen kommen. Es geht so schnell und es ist so reaktiv. Ja? Und beim Runterregeln sind wirklich die Sternchen da. Es ist einfach. Voll geil. Okay, ich habe hier auch noch die Möglichkeit, über Flat, Bright und Edge auf die Höhen zuzugreifen. Ich bin jetzt hier bei Flat. Um das Ganze praktisch neutral zu halten, aber auch bei Warm oder vielmehr habe ich hier bei Warm die Möglichkeit, auf die Bässe zuzugreifen. Das kann man noch mal kurz zeigen. Das kotzt dermaßen, ey. Ich komme kaum zum Erklären, weil das so geil klingt, ist unfassbar. Und das ist natürlich eine Geschichte, wenn ich natürlich den Amp sehr weit runterdrehe fürs Wohnzimmer zu Hause, dann ist es natürlich so, dass ich denke, okay, vielleicht hat er in der Realität doch ein bisschen mehr Höhen oder ein bisschen fetter und so weiter. Das heißt, ich kann dann wirklich ganz, ganz wunderbar an diesen Stellen noch auf den Klang eingreifen. Denn ein Amp, der voll aufgedreht ist, das kann ich euch auch mal zeigen, wenn so ein Plexi mal voll aufgedreht ist, lässt sich mit Mitten und mit Bass gar nicht mehr viel bewerkstelligen. Das klingt einfach sehr, sehr ähnlich, weil das ganze Ding einfach voll offen ist. Ne? Also okay, voll geil. Ich habe natürlich den Plexi überbrückt. Das heißt, man kann dann auch solche Späßchen machen, wie dass man hier bei High Treble sich wirklich diese hellen, zerplatzenden Höhen holt. Ja. Und ich habe hier die Möglichkeit, über Normal mir praktisch diesen Grundton zu holen. Dann so ein bisschen wärmer unterwegs zu sein. Ihr müsst es echt mal machen. Ihr merkt richtig, wie so der Ausgangstrafe so leicht einsackt. Ja? Vor allen Dingen, wenn man mal die LED betrachtet, dann pumpt die immer so mit. Die flackert so ein bisschen, wenn man so anschlägt, weil man einfach diesen Strom erzeugt. Das ist unfassbar. Ja? Das ist wirklich der Traum, ohne Kanalumschaltung einfach alles am Volumenpotti zu haben. Das funktioniert dann und vor allen Dingen halt ohne wirklich diese blutenden Ohren, ist ganz klar. Okay, 40 Watt. Nachher drehe ich nochmal um, weil die Rückseite ist sehr, sehr interessant. Man kann natürlich auch einen kleineren Amp, der keine 40 Watt hat, über die Powerstation so ein bisschen kräftigen. Das heißt, man kann sagen, okay, ich nehme dich, wie du bist, ne, mit 12 Watt von mir aus und gehe da halt hinten rein über Amp in und habe die Möglichkeit, den ganzen Amp hochzublasen auf 40 Watt oder eben ich nehme so ein 100 Watt Monster und sage, okay, ich nehme dich, wie du bist, mit deiner kompletten
Endstufenverzerrung mit einem kompletten Wahnsinn und steck dich in eine 40 Watt Endstufe mit Effekten. Das ist der absolute Oberknaller. Das ist einmal. Auch schon die Rückseite, das heißt, hier könnt ihr sehen, es gibt Line-In, Line-Out, so wie ich es ja erklärt habe, dann gibt es einen FX Send and Return in zwei unterschiedlichen Level, High und Low. Ich hatte jetzt den Hall praktisch eingeschliffen, dann habe ich natürlich einen Amp-In, wahlweise 4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm, dann natürlich Speaker-Out, 4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm. Das ist natürlich der absolute Knaller, ihr müsst echt mal vorbeikommen, laden, vor allen Dingen mal mit so einer Gewaltmaschine wie so einem Plexi, einfach mal erleben, was da los ist, da wird einem echt schwindelig. Boah, mir hat Spaß gemacht und ich sage, tschüss.